Ammo, was ein Spiel, was eine Dramatik. Nimm uns mal mit, wie du dich fühlst. Ja, jetzt nach dem Spiel natürlich sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist genauso ein Sieg, wie wir ihn mal gebraucht haben. Dreckig, nicht das beste Spiel, was wir gemacht haben. Und trotzdem irgendwie der Wille, das Spiel irgendwie noch zu drehen gegen alle Widerstände. Ich meine, gehört zu haben, dass das 1-0 sogar ein Foul war. Und ja, genau das haben wir mal gebraucht. Wie du sagst, gegen alle Widerstände. Ihr wart aktiv, dann kam der Rückstand, sehr unglücklich. Und doch habt ihr euch zurückgekämpft. Trotz Rückstand, war da immer noch der Glaube da in der Mannschaft, ey, da geht was, da holen wir uns den Dreier? Ja, ich glaube, dass auch viel Wut war, weil wir echt schwierige Tage haben und immer wieder Rückschläge und immer wieder Fäuste ins Gesicht bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube, der Wille, einfach das Spiel zu drehen und dieses Gefühl mal mitzunehmen, war da. Sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht geschafft. Und nochmal, wie gesagt, genau so einen Sieg haben wir dann auch mal gebraucht. Kommen wir zu dir. Da hat man richtig gemerkt, der Wille war da. Und es ist dein erster Doppelpack für den RWE. Und dann auch bei so einem Spiel an der Hafenstraße. Wie fühlt sich das an? Ja, genau dafür habe ich mich für RWE entschieden. Genau diese Emotionen zu erleben, bei Spielen immer viele Zuschauer zu haben. Das habe ich ja damals schon, als ich gesagt habe. Und ja, auf diesen Tag habe ich jetzt auch ein bisschen warten müssen. Und ja, schön, dass es einfach mal geklappt hat. Wunderbar, danke dir. Gerne.